Xiaomi hat echt überall seine Finger im Spiel. So auch in der Küche. Und weil das chinesische Unternehmen für gute Qualität zum attraktiven Preis steht, haben wir die Thermomix-Alternative, den Xiaomi Smart Cooking Robot, für dich getestet. Aber überzeugt der edel aussehende Küchenhelfer auch im Alltag? Kann er gar den Platztisch Thermomix das Wasser reichen? Oder scheitert Xiaomi am Ende an den Dingen, die bei anderen Geräten eigentlich immer gut sind? Hi, ich bin JP von Tested und diese Fragen klären wir jetzt. Also ab geht's. Der Ersteindruck ist schon nett. So eine Küchenmaschine macht in jeder Küche was her. Für rund 800 Euro kann man das aber auch ehrlicherweise erwarten. Im hauseigenen Mi Shop von Xiaomi haben wir das Gerät in unserem Preisvergleich aber auch immer wieder günstiger gesehen. Das Design lädt mit seinem großzügigen Display und den abgerundeten Kanten direkt zum Kochen ein. Beim Anfassen fällt erstmal das Gewicht auf. Schon beim Heben aus dem Karton geht ohne beide Hände gar nichts. Der Lieferumfang ist nicht schlecht. Er umfasst ein komplettes Dampfgasset, kleiner Spoiler, ein Highlight unseres Tests, einen Schaber, ein Messlöffelset, eine Klingenabdeckung und einen Siebkorb. Bei den Aufsätzen kommt Xiaomi zwar nicht an den von uns getesteten KitchenAid Artisan Cook Prozessor heran, ein Schneebesen und die vorinstallierte Mixerklinge sind aber für den Löwenanteil aller Gerichte ausreichend. So viel zum Lieferumfang. Und jetzt ran an die Löffel und losgekocht. Bei unserem KitchenAid Video haben wir es uns bis zum Schluss aufgespart. Beim Xiaomi Smart Cooking Robot fangen wir damit an. Der Kochbetrieb. Wie gut schmeckt das Essen? Bei uns ist alles 1A geworden. Für unser Testvideo haben wir nochmal einen leckeren Regenbogensalat, Rindfleischbällchen in Tomatensauce und Panna Cotta nachgekocht. Unser Regenbogensalat forderte das Schneidwerk. Tomaten, Äpfel, Karotten, Brokkoli und Paprika. Weiches und hartes Gemüse bzw. Obst. Am Ende sollte keine Pampe rauskommen. Das ist auch nicht passiert. Grob vorgeschnitten haben wir aber, weil der Smart Cooking Robot immer gewürfelte Zutaten haben wird. Doch wir wollten hauptsächlich prüfen, wie gut das Messer die Zutaten zerhäckselt. Doch schau selbst! Nicht nur wurde alles gleichmäßig zerkleinert, auch das Vermischen kann sich sehen lassen, obwohl wir die Zutaten geschichtet hineingegeben haben. Rindfleischbällchen sind zwar nicht so kompliziert, dafür umso schmackhaft. Aber primär wollten wir mit ihnen das ganze Dampfgasset testen. Das hat schon bei unserem Test zu Monsieur Cuisine wunderbar funktioniert. Entsprechend hoch waren die Erwartungen. Das Testvideo zu Lidls Thermomix gibt es übrigens hier oben. Doch zurück zum Dampfgarn mit dem Xiaomi. Enttäuscht wurden wir nämlich nicht. Nach einem kurzen Mixvorgang und händischen Formen brodelt im Kochtopf die Tomatensauce und die Rindfleischbällchen ruhen garend über ihm. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und Zeit gespart. Noch der Geschmackstest? Super lecker. Am Ende zeigen wir noch ein beispielhaftes Dessert. Wir haben uns für Panna Cotta entschieden, quasi als fruchtig-sahniger Ausgleich zum deftigen Hauptgang. Anstatt Vanillearoma haben wir auf echte Vanilleschoten gesetzt. Mal davon abgesehen, dass diese nicht so ganz gut zerkleinert und vermischt wurden, ist besonders die Himbeerschicht hervorragend gelungen. Nach dem Kochen noch ein Weilchen abkühlen lassen und tada, ein perfektes Dessert. Zusammenfassend können wir sagen, dass der Xiaomi Smart Cooking Robot wirklich gut gekocht hat. Die Bedienung war recht intuitiv und die ausgesuchten Rezepte wurden zufriedenstellend auch von uns als Kochamateuren hingezaubert. Ein Pluspunkt dabei war das Display. Bei der Größe von 8 Zoll fällt das natürlich direkt auf und es erleichtert auch wirklich die Bedienung. Die Menüführung ist logisch und intuitiv. Der Aufbau erinnert natürlich auch an Smartphones und Tablets. Wie bei Monsieur Cuisine fungiert auch hier Android als Unterbau für das Betriebssystem und wird mit einer Oberfläche von Xiaomi umfunktioniert. Ein zusätzlicher Drehschalter hilft bei Feineinstellungen und beim Scrollen, wenn die Hände nass sind und funktioniert auch als drückbarer Knopf. Unter Rezepte findest du Vorschläge, aber auch die Kategorien. Übrigens ist dieser Tab quasi gespiegelt mit der App auf deinem Smartphone. Unter Modi findest du nicht nur alles, was die Maschine theoretisch drauf hat, sondern kannst du hier eigene Modi programmieren. Die Profilseite bietet dir eine Übersicht über deine Favoriten und deinen Garverlauf. Etwas schneller geht die Bedienung aber mit dem Smartphone. Ich hatte zum Beispiel schon die Xiaomi-App wegen meines Staubsaugerroboters auf dem Handy und die Anmeldung und Integration verlief beim ersten Start wirklich problemlos. Als wir Xiaomis Küchenmaschine dann für den Dreh nutzen wollten, gab es ein paar Problemchen. Doch dazu später mehr. Grundsätzlich gilt, die Kommunikation zwischen App und Küchenmaschine geht immer schnell. Im einen Moment auf dem Smartphone favorisiert, im nächsten auf dem Xiaomi Smart Cooking Robot unter Favoriten abrufbar. Wie bei anderen Küchenmaschinen mit Kochfunktionen gilt nämlich auch hier, ja, auf dem Gerät Rezepte rauszusuchen ist ganz nett, aber es unabhängig von der Maschine auf dem Handy oder Tablet zu machen, sich eventuell noch passende Zutaten zu besorgen und dann zu kochen, ist der halbe Spaß. Denn wer täglich zum Beispiel für die Familie kochen muss, freut sich über jede Inspiration. Kenne ich von zu Hause. Das assistierte Kochen ist dank des Displays und der App also schon mal gut. Doch wie sieht es mit der Verarbeitung aus? Immerhin verlangt Xiaomi um die 800 Euro. Naja, schon beim Auspacken merkt man, die Maschine ist robust. Alles wirkt wie aus einem Guss und entspricht tatsächlich dem Produktbild.
Edelstahl und robuster Kunststoff machen einen langlebigen Eindruck. Die Basis kommt beinahe gänzlich ohne Knöpfe aus. Lediglich hinten befindet sich ein haptischer Knopf, der An- und Ausschalter. Nach dem Drücken läuft alles über den Touchscreen, die App oder den Drehschalter. Es gibt keine scharfen Kanten oder unsaubere Ecken. Auch der Kochtopf lässt sich leicht einsetzen. Eine Verriegelung, wie wir sie aus unserem Test zum KitchenAid Cook-Prozessor kennen, gibt es zwar nicht, sicher steht er dank der Erhöhung hier, dennoch. Der Topf selbst ist da keine Ausnahme. Er fasst bis zu 2,2 Liter. Damit ist er der kleinste Topf unseres Vergleichstests, aber für uns noch ausreichend. Er besteht aus Edelstahl und macht einen sehr robusten Eindruck. Unten befindet sich das Schneidwerk. Das lässt sich an der Unterseite mit Hilfe des Standfußes leicht lösen, indem man es ein kleines Stück gegen den Uhrzeigersinn dreht. Besonders praktisch für die Reinigung des Topfes. Kommen wir zur Leistung. Mit 1700 Watt kann die sich sehen lassen. Das fiel uns besonders bei unserem Regenbogensalat auf. Wie bereits erwähnt, haben wir diverses Gemüse und Obst dafür gemixt. Auch härteres Gemüse wie Karotten. Ein wenig vorgeschnitten haben wir sie zwar, aber am Ende hat das Schneidwerk uns die Arbeit in Sekundenschnelle abgenommen. Dabei wurde nicht nur alles in kleinste Stückchen zerhäckselt, sondern auch perfekt miteinander vermischt. Im Test haben wir außerdem noch Kaffeebohnen zerkleinert, Mehl zubereitet und Nüsse gehäckselt. Klappte alles wunderbar. Hier ist Xiaomi auf Augenhöhe von Thermomix und Co. Der Pulse-Betrieb ist entsprechend stark. Nicht nur zum Schneiden und Zerkleinern, sondern auch für Crushed Ice, sowohl grob als auch fein. Die 1700 Watt Leistung zeigen hier, was sie drauf haben. Mit bis zu 120.000 Umdrehungen pro Minute wird hier gehäckselt. Und nach dem Häckseln, Kochen, Schneiden, Garen und Backen? Bei der Reinigung trumpft Xiaomis Smart Cooking Robot groß auf. Nicht nur sind fast alle Teile spülmaschinenfest, zusätzlich sind drei Reinigungsprogramme verfügbar. Ein Vorreinigungsprogramm, ein Programm für Tiefenreinigung und eines zum Entfernen von Teigresten. Sie haben unterschiedliche Laufzeiten. Das fängt bei schlappen 90 Sekunden an und geht über 8 Minuten auf bis zu 13 Minuten hoch. Dafür musst du lediglich einen Liter Wasser und etwas Spülmittel in den Topf geben. Und los geht's. Die Reinigungsergebnisse sind gut, auch wenn sie eine vollständige Reinigung nicht ersetzen können. Ein bisschen nachputzen, ob per Hand oder per Spülmaschine, wirst du wohl oder übel müssen. Der Bärenanteil wird dir aber abgenommen. Übrigens hier noch ein Tipp. Solltest du dich für die Spülmaschine entscheiden, gilt es darauf zu achten, beim Kochtopf das Schneidwerk vorher zu entfernen. Dieses kannst du einfach an der Unterseite lösen und nach oben herausnehmen. Vorsicht, nur nicht schneiden. Vermeide außerdem, den Topf kopfüber in die Spülmaschine zu stellen. Sonst fließt viel Wasser in die Zwischenwände und kann beim Entnehmen für eine Sauerei in der Küche sorgen. Aufrecht hereingestellt läuft alles Wasser durch die Öffnung des Schneidwerks ab. Xiaomis Smart Cooking Robot ist nicht das einzige Maschinchen, das dir die Arbeit beim und nach dem Kochen abnimmt. Auf teste.de findest du nicht nur unseren kompletten Test verschriftlicht, sondern zusätzlich lauter Alternativen. Sollte dir keines der von uns getesteten Modelle zusagen. Die Rezeptauswahl ist ein Punkt, an dem sich die Geister ein wenig scheiden. Wir können ihn nicht wirklich guten Gewissens zu den Stärken des Geräts zählen. Ein ausgewachsener Nachteil ist er aber auch nicht. Daher widmen wir ihm eine eigene Kategorie. Willkommen bei Geschmackssache. Kreativer Name, oder? Aber Spaß beiseite. Xiaomi hat sich schon einiges einfallen lassen und bietet dir im Rezeptbuch eine bunte Auswahl an Speisen. Bei den über 200 Rezepten findest du sowohl Fleischgerichte als auch vegetarische sowie Desserts. Allerdings ist noch Luft nach oben. Viel Hühnchen, einiges an Reis und Desserts. Beliebte Klassiker wie etwa ein herzhaftes Gulasch sind bisher nicht eingespeichert. Community-Rezepte von anderen Nutzern und Nutzerinnen wie bei Monsieur Cuisine oder den Thermomix gibt es ebenfalls nicht. Aber schreib doch gerne mal in die Kommentare, ob dich das Fehlen solcher Rezeptklassiker stören würde und ein K.O.-Kriterium für dich wäre. Auch die Kategorien bedürfen noch einmal einer Revision. Einige sind nicht sonderlich gut gefüllt, wie beispielsweise gesunder Fettabbau. In anderen Kategorien werden unpassende Rezepte aufgeführt. So lächelten uns in der Kategorie Gemüse anstatt vegetarischer Gerichte direkt Thai-Hühnchen und Thai-Lachs an. Naja, muss nicht sein. Und das bringt uns direkt mal zu den Nachteilen. Denn Xiaomi Smart Cooking Robot ist ja bisher echt gut weggekommen. Rezepte lecker, Bedienung intuitiv, starker Motor, guter Funktionsumfang und gute App-Integration. Doch hier können wir direkt mal ansetzen. Im Test zeigte sich nämlich, die Verbindung zwischen App und Küchenmaschine herzustellen, geht unproblematisch. Zumindest meistens. Doch in einigen Fällen sorgt sie für Probleme, was wir hier bei den Nachteilen nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. In der Regel klappt das wie folgt. Küchenmaschine und App finden sich, die Kopplung erfolgt und alles läuft. Teilweise funktionierte anschließend bei uns aber das Synchronisieren nicht. Das Rezeptbuch war verfügbar, das Profil und damit die Favoriten aber nicht. Und das, obwohl wir die Maschine kurz davor nochmal mit einem Profil bzw. Handy verbunden hatten.
In einem anderen Fall ging die Kopplung gar nicht. Grund hierfür? Der Xiaomi Smart Cooking Robot kommt nur mit einer 2,4 GHz WLAN-Verbindung klar. 5 GHz WLAN mag er einfach nicht. Auch das Deaktivieren der 5 GHz Verbindung in den Einstellungen unseres Routers half in einem Fall nicht. Da bekommt man schon mal Kopfweh. Und wir sind eigentlich Tech-Redakteure, die sich mit so etwas auskennen. Weiter geht es mit dem vorhin noch gelobten Display. Denn die Touch-Funktion ist gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig. Der Touchscreen reagiert etwas zu häufig einfach nicht. Auch hier erinnert uns das Display an ein altes Billig-Tablet. Man muss schon etwas fester drücken und sicher gehen, dass wirklich der ganze Finger auf das Display drückt. Mit einem leichten Druck des Zeigefingers scheint er besonders große Probleme zu haben. Der Daumen wird etwas besser erkannt, aber die ganze Angelegenheit ist dennoch recht hakelig. Auch hier vermuten wir eine Beschichtung, welche die Sensitivität beeinflusst, aber das Display im Kochbetrieb zusätzlich schützt. Eventuell hat Xiaomi, wie auch Lidl bzw. Silvercrest bei Monsieur Cuisine, einfach nur gespart. Und jetzt noch ein Wort zur Software. Diese wirkt, naja, noch etwas unfertig und hätte noch mehr Schliff ertragen können. Zum einen ist alles voller kleiner Ungereimtheiten bei der Übersetzung und der Darstellung. Zum Beispiel sind Umlaute dicker dargestellt, was den Wörtern irgendwie eine komische Optik verleiht. Ein paar Übersetzungsfehler schleichen sich auch immer mal wieder ein. Sowas darf bei einem in Deutschland veröffentlichten Gerät nicht sein. Vielleicht gibt es ja noch ein Software-Update. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das aber der Stand der Dinge und beim Kochen immer ein bisschen irritierend. Zum Schluss noch ein Wort der Warnung. Xiaomis Smart Cooking Robot wird regelrecht dumm, wenn er nicht mit dem Internet verbunden ist. Der Online-Zwang ist wirklich etwas störend. Ohne WLAN steht das Rezeptbuch nicht mal zur Verfügung und die Favoriten sind auch nicht da, weil alle Rezepte auf Abruf auf das Gerät geladen werden. Du kannst sie allerdings im Vorfeld herunterladen, aber wer denkt da schon immer dran? Auch scheint es bei der Synchronisation teils zu Schwierigkeiten beim Laden deiner Lieblingsrezepte zu kommen. Erst ein Neustart behebt das Ganze. Die Kommunikation mit der App funktioniert nur per WLAN und nicht zum Beispiel lokal über Bluetooth. Wenn also daheim das Internet ausfällt, in Deutschland ja keine Seltenheit, kannst du nicht mal entspannt mit dem Gerät kochen. Das hat uns für einen Moment überrumpelt. Die Verbindung über einen Hotspot über dein Smartphone funktioniert übrigens auch nicht unbedingt, da die Küchenmaschine, wie gesagt, nur mit einer 2,4 GHz Bandbreite klarkommt. Warum nur, Xiaomi, warum? Okay. Gespielt aufregen können wir uns. Das Fazit fällt deutlich weniger auf Pausen aus. Tatsächlich überzeugt uns der Xiaomi Smart Cooking Robot im Großen und Ganzen. Es ist Cooking, schreibt er groß. Kochbetrieb, Verarbeitung, Leistung, alles auf einem erstklassigen Niveau. Klar, es ist nicht alles perfekt, der Touchscreen ist unmittelbar das Nervigste. Mit ein bisschen Fingergefühl gewöhnt man sich aber dran. Die Rezeptauswahl wurde schon etwas verbessert. Für unseren Geschmack gibt es immer noch etwas viel Hühnchen, aber dank der vielen Modi gelingen auch nicht eingespeicherte Rezepte gut. Als vollwertige Alternative zum Thermomix sehen wir Xiaomis ersten Versuch bei Küchenmaschinen mit Kochfunktionen zwar nicht, doch überzeugend ist er trotzdem und deutlich günstiger. Von uns gibt es daher eine Kaufempfehlung. So, und wenn wir dir jetzt Lust auf das assistierte Kochen machen konnten, lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviere auch gerne die Glocke, denn auf dieses Video folgt noch unser Vergleichstest mit dem Monsieur Cuisine und einer Küchenmaschine mit Kochfunktion von KitchenAid. Das solltest du nicht verpassen. In der Videobeschreibung findest du Links zu unserer Kaufberatung und unserem schriftlichen Test sowie zu unserem Preisvergleich des Xiaomi Smart Cooking Robot. Wenn du noch mehr zu Küchenmaschinen mit Kochfunktion erfahren möchtest, google es doch einfach mal in Verbindung mit Tested. Da findest du uns sofort. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich bin JP von Tested und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, macht's gut. Wo ist eigentlich das ganze Essen hin? Ist das Set so nackig? Das ganze Essen ist schon im Kühlschrank. Jetzt habe ich Hunger. Ey, hier gibt's noch Videos von uns. Guckt's euch an. Viel Spaß damit. Viel Spaß auf unserem Kanal. Wir sehen uns.